Wenn du wissen willst, welche drei ergonomischen Must-Haves in deinem Büro für einen gesunden Arbeitsalltag nicht fehlen dürfen, dann bleibe jetzt dran. So, wir beginnen auch schon mit unserem ersten absoluten Must-Have und das ist ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch. Und das auch aus gutem Grund, denn Aktivität und Bewegung im Alltag ist sehr wichtig, um gesund zu sein und auch gesund zu bleiben. Und mit einem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch können wir eben unsere Sitzposition auch zu einer Stehposition anheben und so im Stehen arbeiten. Das hat sehr viele verschiedene Vorteile. Zum einen zum Beispiel für deinen Blutkreislauf, der wird dadurch so ein bisschen angeregt und du bist einfach auch wieder aktiver und frischer im Kopf beim Arbeiten. Das heißt, du bist einfach auch generell so ein bisschen gegen diese Müdigkeit oder dieses Mittagtiefs gewappnet und kannst trotzdem auch längerfristig konzentriert bleiben und arbeiten. Darüber hinaus aber ist auch dein gesamtes Skelettmuskelsystem einfach so ein bisschen mehr in Schwung und in Bewegung und damit kannst du dann eben auch Verspannungen zum Beispiel im Nacken oder in der Rückenmuskulatur vorbeugen. Das Ganze können wir jetzt noch in unserer 40-15-5-Regel anwenden. Das bedeutet, dass du 40 Minuten im Sitzen arbeitest, dann 15 Minuten im Stehen arbeitest und dann gönnst du dir noch 5 Minuten aktive Bewegungspause, um einfach nochmal so ein bisschen den Körper in Schwung zu bringen. Damit sind 60 Minuten voll, dann geht das Ganze von vorne los und so kannst du wirklich diesen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch super nutzen, um einfach so ein bisschen mehr Aktivität und Bewegung in deinen Alltag zu bringen, um einfach auch langfristig gesund arbeiten zu können. Und den wollen wir uns jetzt mal noch genauer angucken. Okay, ich habe jetzt hier den Ergotopia Desktopia Pro X stehen und der hat super viele verschiedene Features. Generell kommt er erstmal mit einem sehr schlichten und schönen Handset, was auch ein OLED-Display hat. Und ich komme direkt mal zu dem allerersten und fast wichtigsten Feature. Man hat verschiedene Nutzerprofile. Wenn man mal hier in die Einstellungen reingeht und sich das Ganze mal anschaut unter dem Punkt Profil, sehen wir nämlich, dass wir hier das Profil B haben, C und auch noch das Profil A. Das heißt, wir haben drei verschiedene Profile, die wir einstellen können. Und wenn ich jetzt das Profil B zum Beispiel nehme, bedeutet das in dem Falle, dass es eigentlich drei Personen diesen Tisch komplett für sich individuell einstellen können. Wenn ich jetzt der Nutzer auf Profil B bin, kann ich jetzt einstellen, dass ich mir zum Beispiel eine Sitzhöhe auf die Position 1 stelle, eine Stehhöhe auf die Position 2 stelle und wenn ich möchte, kann ich mir sogar noch auf die Position 3 eine dritte Position auswählen, zum Beispiel irgendwas dazwischen, falls ich zum Beispiel so einen Sitz-Stehhocker habe oder ähnliches. So, nachdem wir jetzt bei unserem individuellen Benutzerprofil schon verschiedene Sitz- und Stehhöhen eingestellt haben, kommen wir zu dem nächsten Feature und das ist mein absoluter Favorite und das ist die Erinnerungsfunktion. Du kennst das vielleicht beim Arbeiten, dass du sehr schnell in diesen Workflow reinkommst, sehr fokussiert bist und dann vergisst du so alles um dich herum und dazu könnte auch das Aufstehen dann zählen, dass du eben das vergisst. Und jetzt haben wir bei dem Desktopia Pro X dieses tolle Feature der Erinnerungsfunktion, wo wir hier bei der Erinnerung unsere Zeit einstellen können. Das heißt, ich habe jetzt hier eingestellt, in 40 Minuten Takt möchte ich von dem Tisch erinnert werden, aufzustehen. Das bedeutet, alle 40 Minuten kommt dann so ein Lichtsignal oder so eine kleine Vibration, die mich erinnert, hey, es ist mal wieder Zeit aufzustehen, um eben ja nicht diesen schönen höhenverstellbaren Schreibtisch mir angeschafft zu haben, aber dann einfach durch diesen ganzen Workflow vergessen aufzustehen, sondern eben durch diese Erinnerungsfunktion vom Tisch so ein bisschen so eine Hilfe zu bekommen, hey, es ist mal wieder Zeit, deinem Körper was Gutes zu tun. Neben der Erinnerung hat dann der Desktopia Pro X auch noch so einen kleinen motivationalen Aspekt und zwar gibt es dann noch die Funktion, dass man sich Ziele setzen kann und wenn wir jetzt hier auf das Ziel gehen, können wir jetzt einstellen, unser Tagesziel, wie lange wir stehen wollen. In dem Beispiel jetzt habe ich mir mal 2 Stunden eingestellt. Das heißt, ich möchte jeden Tag 2 Stunden stehen als mein Ziel. Was dann passiert ist, wenn du dann deinen Tisch auf Stehhöhe fährst, wird dir so ein kleiner Balken angezeigt, der sich so Stück für Stück füllt und dir einfach anzeigt, hey, bist du schon sehr nah an deinem Ziel dran oder musst du heute noch ein bisschen mehr machen, um deine 2 Stunden voll zu bekommen? Bei einem elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch spielt natürlich auch die Sicherheit eine sehr große Rolle. Wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause arbeitest und eine Dachschräge hast oder vielleicht verschiedene Schränke an der Wand hängen hast, kannst du bei dem Desktopia Pro X auch verschiedene Höhenlimits einstellen. Das heißt, du kannst jetzt hier in die Einstellungen reingehen und dann kannst du bei den Einstellungen, bei den Limits ein Maximum setzen. Das funktioniert jetzt nämlich so, dass ich meinen Tisch auf die maximale Höhe setze, dann bei Maximum einmal M drücke und aktiviere und dann weiß der Tisch, okay, das ist meine absolute Maximalhöhe, höher fahre ich nicht. Das heißt, hier bist du dann nach oben hin abgesichert. Das Ganze kannst du dann auch für das Minimum machen, falls du jetzt zum Beispiel unter deinem Schreibtisch immer einen Rollcontainer oder ähnliches stehen hast, um eben dem Tisch zu sagen, okay, und auch nicht tiefer fahren. Und dann hast du so einen Range, in dem du sicher bist, um deinen Tisch zu nutzen. Aber es kann natürlich sein, dass
vielleicht trotzdem das ein oder andere Mal auf einmal doch was unter deinem Schreibtisch steht, was normalerweise nicht da steht. Und dann kommt unser Kollisionsschutz noch zum Einsatz mit einer automatischen Start-Stopp-Funktion, die eben dann merkt, hey, hier ist gerade was im Weg, und dann unterbricht er die Fahrt komplett direkt und schützt dann zum einen sich selber, aber auch eben das, ja, das Hindernis, was gerade unter oder über ihm ist. Und mit diesem Kollisionsschutz kannst du so ein bisschen mehr Sicherheit in den Alltag integrieren. So, zu guter Letzt möchte ich natürlich jetzt noch die verschiedenen Höhenbereiche des Desktopia Pro X vorstellen. Ich habe ihn jetzt mal auf die Minimalhöhe eingestellt. Das sind 62,4 cm. Und wenn ich jetzt mit einem einfachen Knopfdruck auf das Display drücke, dann verstellt sich hier mein höhenverstellbarer Schreibtisch automatisch mit der One-Touch-Funktion, in der ich jetzt einmal die Maximalhöhe voreingestellt habe. Und diese fährt jetzt hoch auf 127 cm, also durchaus eine sehr hohe Höhe, wo für jeden irgendwo etwas dabei sein sollte. Hier nochmal im Vergleich, ich bin 1,80 Meter groß, das ist jetzt 1,27 Meter, also durchaus sehr hoch. Und ja, ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Wir sind so überzeugt von dem Desktopia Pro X, dass wir dir 7 volle Jahre Garantie darauf geben. Unser zweites Must-Have ist ein ergonomischer Bürostuhl. Wie du dir vorstellen kannst, ist einfach jeder Mensch irgendwie sehr unterschiedlich aufgebaut. Ich bin zum Beispiel 1,80 Meter groß, der nächste ist 1,70 Meter groß, die Körpermaße sind teilweise unterschiedlich, ich habe vielleicht etwas längere Oberarme, der andere hat vielleicht längere Oberschenkel, also alles ja sehr unterschiedlich. Und da ist ein ergonomischer Bürostuhl, den man in sehr vielen Formen und Farben einstellen kann, sehr wichtig, denn du würdest dir ja jetzt auch nicht einfach ein paar Schuhe anziehen, das dir gar nicht passt, oder? Und dafür ist der Ergotopia Masterback Pro, der hier steht, eine super Lösung. Es gibt den Ergotopia Masterback auch noch in der Version Style und in der Version Executive. In dieser Version Pro haben wir jetzt die Farbkombination in so einem schönen Blau mit einem Weiß. Und ich möchte dir jetzt einmal zeigen, was der überhaupt alles kann und wie du dir den zum Beispiel jetzt für dich richtig einstellen würdest. Bei dem Masterback Pro haben wir jetzt die Möglichkeit, super viele Einstellungen zu treffen, um den Stuhl wirklich perfekt individuell auf den einzelnen anzupassen. Ich versuche das Ganze mal in so einem kleinen Schnelldurchlauf vorzumachen. Wir können zum einen natürlich erstmal unsere Sitzhöhe anpassen. Wenn wir die angepasst haben, können wir unsere Sitztiefe anpassen, also unsere Sitzfläche quasi weiter nach vorne schieben. Und dann kommen wir zu den Armlehnen. Hier kann ich super viel machen. Natürlich kann ich die Höhe einstellen, aber ich kann noch viel mehr. Ich kann zum Beispiel hier unten einstellen, dass ich die Armlehne insgesamt weiter nach außen bringe. Das kann ich auf beiden Seiten machen. Das heißt, das Ganze wird dann etwas breiter oder etwas schmaler. Darüber hinaus kann ich sie nach vorne, nach hinten, im 360-Grad-Winkel und auch noch so ein bisschen nach außen und innen drehen. Also hier kann ich bei den 5D-Armlehnen wirklich alles perfekt für mich einstellen. Dann komme ich zu der Lordosenstütze. Die ist hier hinten. Hier kann ich wirklich einstellen, wie weit ich die Lordosenstütze oben oder unten haben will, damit sie perfekt in meine Lendenwirbelsäule reinpasst, und kann dann, wenn ich hier dieses Rädchen unten drehe, einstellen, ob das Kissen der Lordosenstütze etwas breiter oder etwas schmaler wird. Das heißt, entweder habe ich dann so ein bisschen mehr Support in der Wirbelsäule oder so ein bisschen weniger Support an der Wirbelsäule. Dann kann ich einstellen, ob ich bei dem Stuhl festgestellt sein möchte in der Lehne oder ob ich diese freistellen möchte und mich halt wirklich dann dynamisch auch nach hinten lehnen kann. Falls ich das gemacht habe, kann ich auf der anderen Seite dann einstellen, wie schwergängig das Ganze ist. Also ob das Ganze eher so ein bisschen leichter geht oder ob ich so ein bisschen so einen gewissen Wiedergegendruck haben möchte, wenn ich mich nach hinten lehne. Dann komme ich zu der Kopfstütze. Hier kann ich einstellen die Höhe. Und dann kann ich auch einstellen den Winkel noch dazu. Das heißt, auch hier wirklich perfekt für mich alles anpassen und dann genau so machen, wie es sich bequem und angenehm anfühlt. Und als allerletztes gibt es dann noch ein kleines Special Feature. Das habe ich hier unten. Und zwar ist das ein kleiner Knopf. Wenn ich den aktiviere, dann ist meine flexible Sitzfläche aktiviert, womit jetzt, wie man vielleicht ganz gut von hinten sehen kann, alles so ein bisschen dynamischer ist. Das heißt, jetzt bewegt sich der Stuhl mit meinen Bewegungen mit und gibt mir nochmal so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und Aktivität, gerade auch in diesem Rumpfbereich, um eben dann, wenn ich im Arbeitsalltag bin, einfach ein bisschen meinem Körper noch was Gutes zu tun. Wenn du dann deinen Bürostuhl perfekt auf dich eingestellt hast, dann gilt vor allem aber noch eine goldene Regel, und zwar: die beste Sitzposition ist die nächste Sitzposition. Das heißt, versuch einfach in deinem Alltag wirklich dynamisch zu bleiben, verschiedene Sitzpositionen einzunehmen und nicht immer nur starr
gerade 8 Stunden so zu sitzen und zu arbeiten, sondern versuch einfach so ein bisschen Bewegung mit reinzubringen. Durch das Aufstehen selbstverständlich, durch die aktive Bewegungspause selbstverständlich, aber auch wirklich in dieser Phase, wo du 40 Minuten lang sitzt, bei unserer 40-15-5-Regel, versuch da einfach dynamisch zu sitzen, dich viel zu bewegen und deinem Körper einfach so ein bisschen, ja, das Ganze mitzugeben. Unser Must-Have Nummer 3 ist der ergonomische Steh-Sitz-Hocker und in diesem Falle der Ergotopia Daiko. Ich habe den Ergotopia Daiko jetzt hier gerade in einem ganz schlichten schwarzen Design, aber wenn du auf der Website mal schauen möchtest, kannst du sehr viele verschiedene und wirklich coole und stylische Farbdesigns finden. Der Ergotopia Daiko ist ein Steh-Sitz-Hocker, das heißt, du kannst ihn einmal zum Sitzen wirklich in der Sitzhöhe nutzen, kannst ihn aber auch auf einer Stehhöhe nutzen. Dafür kann ich an dieser Schlaufe hier ziehen und dann einmal den Hocker auf die Maximalhöhe fahren und wie du siehst, kann man jetzt hier wirklich verschiedenste Höhen stufenlos einstellen, sodass ich eben dann an meinem höhenverstellbaren Schreibtisch auch mal in so einer Mittelhöhe arbeiten kann. Generell aber hat er vor allem einen Vorteil, wie du schon siehst, es gibt keine Armlehne, keine Rückenlehne, gar nichts und er ist super flexibel. Das heißt, hier kannst du noch viel mehr Bewegung in deinen Arbeitsalltag integrieren und durch diese fehlende Rückenlehne oder auch fehlende Armlehne musst du hier viel mehr noch in deiner Rumpfmuskulatur arbeiten. Das heißt, du bist hier viel flexibler, aktivierst auch deine Rumpfmuskulatur viel mehr, auch hinten an der unteren Lendenwirbelsäule und das Ganze ist einfach so ein bisschen nochmal dynamischer. Du hast unter deinem Daiko einen rutschfesten Fuß, das heißt, da hast du eine Gummierung, damit du eben nicht auf dem Boden wegrutschst und dich auch wirklich dann sicher fühlen kannst bei allerlei Bewegungen, die du eben ausführst. Ich würde sagen, das ist ein absolutes Must-Have und damit sind wir auch schon mit unseren 3 Must-Haves durch und jetzt gibt es noch ein kleines Special. Jetzt habe ich noch ein kleines Nice-to-Have und das ist wirklich ein Alltagsbegleiter, der dir sehr gut in deinem Alltag einfach helfen kann, Verspannungen vorzubeugen. Und dieser verbirgt sich nämlich hier in unserem kleinen Säckchen, das du bekommst, wenn du das bestellst. Und das sind nämlich 2 verschieden große Massagebälle. Das heißt, wir haben hier wirklich einmal ein Faszienball aus Kork, der etwas kleiner ist und einen, der etwas größer ist und die sind super toll, um einfach verschiedener Muskulatur, die gerade verspannt ist, mal wieder so ein bisschen Lockerung zu geben. Das heißt, du kannst zum Beispiel einfach nur einen davon auf deinen Schreibtisch legen. Wenn du jetzt zum Beispiel an den Unterarmen merkst, dass du Verspannungen hast, ganz einfach einen Arm drauf ablegen und kannst dir so eine angenehme Selbstmassage gönnen, um einfach deine verspannte Muskulatur wieder zu lockern. Das kannst du generell an deinem gesamten Körper machen. Das heißt, du kannst ihn auch an deiner Halswirbelsäule ansetzen Rollen. Wichtig hier natürlich, dass du das nicht mittig auf der Wirbelsäule machst, sondern hier dann seitlich, um eben hier seitlich die Muskulatur einfach zu lockern und dann ganz einfach ansetzen und an einer Wand anlehnen und dann auf und ab rollen, um eben deinen Nacken zu massieren. Und so kannst du dann auch zum Beispiel an deinen Schultern an der Wand oder sonst wo einfach mal so ein bisschen deiner Muskulatur was Gutes tun und diesen kleinen Alltagsbegleiter einfach immer dabei haben, um einfach Verspannungen vorzubeugen und so einen lockeren, entspannten Alltag zu haben. Das waren meine 3 ergonomischen Must-Haves für ein gesundes Büro. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Lass mich sehr gerne in den Kommentaren wissen, falls du noch weitere Fragen haben solltest. Und wenn du jetzt noch mehr zu dem Thema Ergonomie am Arbeitsplatz sehen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall diese Videos hier empfehlen. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.